So, willkommen bei einem neuen Run. Wir haben den Gift Run gestartet. Da haben wir ja beim letzten Mal schon gesehen, dass wir hier ganz viele Kreaturen haben, die Gift machen. Der ist auch das Beste, glaube ich. War das der? Der immer dann Barrierepunkte kriegt, wenn Leute von Gift betroffen sind. Sie macht auf jeden Fall auch Gift. Entfernt sämtliche Effekte des Ziels. Alle Monster der Gruppe erhalten 10 Barrierepunkte für jeden entfernten Effekt. Das will ich auf jeden Fall nicht machen. Gut, ja, wir geben uns auf jeden Fall erstmal direkt die Veteranen, ne? Hoffentlich haben wir was, was schlecht gegen Naturschaden ist, damit wir die direkt mit dem Gift ein bisschen umholzen können. So, Naturresistenz, der hat natürlich hohe Naturresistenz. Du darfst nach hinten. Warte mal. Okay, keiner, der uns wechselt. Vorne Eis, vorne Körper, hinten Feuer. Dann setzen wir dich nach hinten. Nein, nein, nein. Vorne Eis und Körper. Oh, Scheiße. 50. Da bin ich mir fast am Überlegen, ob es nicht Sinn macht. Obwohl der hier eine bessere. Boah, die bumsen ja richtig. Die machen ja richtig viel Schaden. Der macht hier 50 Schaden. Und meine Leute haben alle so. Ja, der hat 50 Leben, der hat 60 Leben. Wow, also wir werden jetzt richtig umgeholzt von denen. Keine Ahnung, warum die so krass drauf sind, die Gegner. Ja, kriegt ihr nochmal alle Gift. Ich glaube, wir machen das so rum. Und jetzt kriegt ihr noch Gift. So. Okay, ja. Mal gucken, wie gut das funktioniert. Vielleicht haben die selber auch nicht so viel Leben. 200, 300, 300. Und die machen auch noch aufgebraucht. 30% erhöhten Schaden. Ja, der ist auf jeden Fall tot, der Junge, direkt am Anfang. Und tschüss. Frech. Der ist auch fast instant tot. Okay. Verteilt bis zu drei Stapel von Gift. Der hat kein Gift. Wow. Keine Ahnung, wie man das schaffen soll. Weil der kriegt immer viel weniger Stacks ab als alles andere. Tja. Das Gift stackt sich langsam hoch und macht auch ganz gut Schaden. Aber tut auf jeden Fall weh, was sie machen. Okay, der dürfte tot sein, wenn er mal dran ist. Ach, von wegen, der hat Gift einfach entfernt. Frech. Okay, so Frostbeule. Ach, das macht gar keinen Sinn. Oh, das war so bad.
dachte, ich habe einen Gedankenfehler gehabt. Ich dachte, der stirbt ja eh am Gift, aber das Gift ist ja weg. Und jetzt habe ich den wenig Schaden nach vorne gemacht und ich hätte ihm halt schon mal Damage geben können. Ja, das lohnt sich trotzdem mehr, den Spell zu machen. Tja, da muss der Meister aber ran. Und tot. Sie lebt noch! Ja. So, das erste Mal, dass der Meister was machen muss. Was hat er denn für Spells? 70 Luftschaden, erhält 50%. Okay, gar nicht so schlecht. Okay. Ja, der ist schon stark gewesen, da habe ich Trainer. Lohnt sich einfach gar nicht. Ich bin echt kein großer Fan von diesem Fall hier im Spiel. So. Der lohnt sich auf jeden Fall. Der lohnt sich auf jeden Fall. Ja, das sind die zwei, die ich am besten finde. So, wenn er halt Schaden durch Gift leidet. Die Passive ist auch nicht schlecht, okay. Ja. Der Seuchenbringer. Der wird für 100 Gold wird er trainiert, okay, ja, warum nicht, wir brauchen neben dem Montan alles, was wir kriegen. Also entweder wir nehmen weniger Gold mit wenig Verletzungsrisiko und einer Chance auf ein Artefakt. Und wir nehmen mehr Gold mit hohem Verletzungsrisiko. Ich denke, wir nehmen mehr Gold. Mehr Gold ist immer gut. Wer ist das? Der Seuchenbringer, okay. Oh, hier kriegen wir ein Artefakt. Nice. Okay, gucken wir einmal kurz. 3 und 3. War es nicht eben noch mehr? Ich dachte, wir hätten noch mehr. Ja, okay. Dann würde ich sagen, auf geht's, ab geht's. Was haben wir denn hier? Er setzt einmal zu Beginn ihres Zuges, ja, ja. Kann vom Bluten nicht beeinträchtigt werden. Bewegt einmal zu Beginn des Erstkampfes. Oh ja, mein Lieblings. Mein Lieblingsspäßchen. Wir machen das so. Schwach gegen Natur. Dann kriegen wir direkt mehr Damage. Also der macht, der ist ja auch als erstes dran, ja, der ist als erstes dran und macht Eis auf alles und verlangsamt uns. Körperschaden vor, und die machen alle Körper und Luft vorne. Ich hab nichts, was gut dagegen ist. Bin ich zufrieden. Okay. Let's see. Mal sehen, wie sich das Ganze jetzt so entfaltet. Der verlangsamt uns jetzt alle. Ich hab's noch vorgelesen. Ich bin echt so ein Fisch.
Minus 85. Boah, der Körperschaden ist aber auch nice. Ja. Ich töte den lieber. Machen wir den schon mal komplett los. Schon mal viel wert. Ha. Und jetzt ist er trotzdem tot. Well. Kriegt er noch mehr Gift, ne? Ja. Oder? Ne, ich habe keine 30, okay. Dann so. Wenn ich jetzt 30 Barrierepunkte gehabt hätte, hätte ich zweimal angreifen können, dann hätte ich das andere gemacht. Ja, machen wir mal. Gegen den bringt Körperschaden nicht so viel, der hat 60% Rüstung. Okay. Versuchen wir mal das Gift noch ein bisschen weiter hoch zu stacken. So, auch das Brennen können wir noch ein bisschen weiter hoch stacken, damit sich das länger hält. Aber jetzt, das überlebt er glaube ich noch. Nein, tut er nicht. Ah, der kann noch einmal brennend machen. So, und dann geht's ans Runterticken, würde ich sagen. Aber ist auch nur noch der eine da. Der kriegt jetzt noch mehr Gift drauf. Und sollte dann eigentlich leichte Beute sein. Reicht das? Ja. Okay. Very, very nice. So, Terrorkugelhelden, die von Brennen beeinträchtigt sind, verlieren Geschwindigkeit. Hier haben wir wieder die Wunderpille. Ja, die Wunderpille ist eigentlich schon gut, ne? Boah. Ja, aber hier wird es langsam eng. Eins und zwei. Ja, wir haben ein bisschen wenig Leute, ne? Ach, fuck. Nicht drauf geachtet. Das hätte ja auch die anderen machen können. Vorne Feuer. Ah ja, das ist auch noch wichtig. Da bin ich zufrieden. Bin gar nicht zufrieden. Ja. Aha. Könnten den das Monster opfern, um Geld zu kriegen, aber wir brauchen momentan alles, was wir kriegen können an Monstern. Da kommt der Champion. Den können wir uns aber gerade mal gar nicht leisten. Ich würde ihn ehrlich gesagt gerne machen. Aber ich riskiere halt, dass der komplett tot ist dann. Aber wir kriegen dafür eine seltene Kreatur. Also im schlimmsten Fall traden wir den für einen seltenen. Also im schlimmsten Fall sterben wir. Aber der zweitschlimmste Fall wäre, dass wir den traden für eine seltene. Also probieren wir es mal. So. Okay. Springt zum Ziel. Hinter dem Ziel, wenn die Luftresistenz des Ziels negativ ist und wendet schwach gegen Luft an. Verursacht Schaden 1% pro Follower. Ja, der tut richtig weh. Der macht hinten Luft. Der macht vorne Natur. Also vorne haben wir Natur und Luft.
Der hat halt 50% Natur und 50% Luft, ne? Aber der hat auch nur 75 Leben. Das heißt, von dem kriegt der 24 und von dem kriegt der 27. Dann lebt er noch. Der macht hinten 53 Luftschaden. Okay. Probieren wir das mal. Vielleicht kriegen wir den umgeholzt. Dann dürft ihr noch Gift nochmal kriegen. Noch mehr Gift. Dann könnt ihr schwach gegen. Andersrum wäre es wahrscheinlich besser gewesen. Das aber kann ich jetzt nicht mehr ändern. So, Natur und Luft. Der soll nicht sterben, so, weil der sonst weg ist. Okay. Könnte machbar sein. Der macht mir ein bisschen Sorgen. Okay. Das ist ziemlich nice. Oh, hier gibt's den Frostbeule. Ja, okay. Könnte schlimmer laufen, muss ich sagen. Kann allen brennend geben. Der müsste jetzt eigentlich gleich wegsterben. Ach, brennt 4 sogar. Ja, der droppt jetzt auch gleich noch weg. Oh, wobei. Ja, doch, der hat ganz gute Luftresistenz. Ne, der hat minus 10 Luftresistenz. Warum macht denn der so wenig Schaden? Ach, jetzt hat er minus 10 wegen dem. Okay. I see. Okay. I see. Du machst nochmal zweimal. Ne, machen das. Das macht, glaube ich, mehr Sinn. Aua. Also der droppt jetzt einfach weg. Der kommt nicht bis zum nächsten Kampf. Das heißt, es geht eigentlich nur noch darum, den hier zu überleben. Okay, aber das sollte machbar sein. Wir stacken einfach Gift hoch. Und jetzt sag ich mal, brennt. Der macht jetzt richtig, richtig viel Schaden. Die macht 2x 38, ne? Oder 2x 11 und Gift 2. Wir machen das ja. Oh, der One-Shotted das Vieh jetzt. Oh, nein, nevermind. Der stirbt einfach. Homöopathisches Gift. Helden mit weniger als 50% ihrer maximalen Moral verlieren 30 bei allen Resistenzen. Schade. Dachte jetzt Gift geil, das passt in unsere Strategie rein. Hält mit weniger als 50% näher. Wir nehmen auf jeden Fall den höllischen Wächter. Der hat ganz viel Leben. Der greift die Mitte an und macht auch nicht gerade wenig Schaden. Und springt dann noch, ja. Der ist gar nicht so schlecht. Dann brauchen wir händeringend Monster.
Weil wir jetzt auch erstmal hier Urlaub machen müssen. Der muss auch fast Urlaub machen. Warte. Mal kurz noch so. Guck mal uns den Trainer mal an. Moloch kannst du nicht. Wendet schwach gegen Feuer bei allen Helden an, wenn ein Monstergruppe besiegt wird. Ja, okay. Interesting. So, kostet aber 400. Wir haben ja gerade knapp zu wenig. Ich denke, den als Tank zu leveln, ist gar nicht so schlecht. So. Und jetzt darfst du dich ausruhen. Und du. Belagerung. Geben wir mal einen unserer Fallen her. Ereignis. Das ist eine geniale Idee. Warum nicht zynisch Blut oder Tränen direkt von deinen Angestellten sammeln? Nee, weiß ich nicht. Das ist gerade genau das, was wir nicht gebrauchen können. Ja, das ist gut. Da können wir uns eine Runde chillen. Guck mal, hier ist eine Stufe 1 und da kriegen wir sogar ein Monster für. Jetzt die Überlegung, ob wir greedy sein wollen, das so machen wollen. Okay, exzellent. Bewegt alle Monster zu Beginn, okay. Macht Feuerschaden auf alles. Heißt, es ist irrelevant, wo steht? Vorne ist Eis und Körper. Oh Gott. Der tankt zwar gut, aber der. Also, er hat zwar viele Leben, aber die Resistenzen von dem sind echt kacke. So. Das war das Eis und Feuer vorne. Ja, Eis und Körper. Eis und Körper. Eis und Körper. Ja, wunderbar. Das ist alles Kacke. Ich bin nicht zufrieden. Ja gut, haben wir noch eine Falle. Katastrophe für die, das und das und das. So. Die machen Eis und Körper und die haben Eis minus 40, Rüstung minus 45, Eis minus 50, Rüstung minus 35. Ist also scheißegal, wie wir das stellen. Oh, warte mal, warte mal. Stimmt gar nicht. Der muss nach hinten, damit er die Pille abkriegt und sie stellt sich davor. Ja. Fallen wollen wir nicht. Nicht nach vorne, nicht nach vorne. Oh, goddammit. Hoffentlich bist du schneller. Aua. Ja, aber du tötest den jetzt einfach instant. Also so einen Helden zu one-shotten hat schon was, muss ich ganz ehrlich zugeben. Da kann auch ruhig gehen, das ist okay. Tja. Der hat mich auch nicht so ganz überzeugt, der Seuchenbringer. Hab's jetzt irgendwie noch nichts geleistet. Immerhin ist schon ein Held gestorben. Körperschaden, wenn ihr gelähmt 1 an, was nichts bringt, weil die das eh weg haben bis dahin. Eine Taste auf die nächste Monstergruppe an. Nächste Monstergruppe, ja toll. Dann machen wir trotzdem wenigstens. Das macht gar keinen Schaden, ne? Warum macht das dem keinen Schaden? Das macht nur den Voll. Achso, weil es nur auf den hinteren geht. Ja, keine Ahnung.
In der Hoffnung, dass das vielleicht bestehen bleibt bis zum nächsten Kampf. Ja, scheint so. Ja, scheint so, dass der gestunt bleibt. Okay, das ist ziemlich nice eigentlich. Du hast Naturresistenz und ja. Versuchen wir dich mal irgendwie noch runter zu ticken. Ist jetzt überlebt? Lololololol. So, jetzt gehen wir. Also, ich bin fast sicher, dass den das 8 tötet im Verlauf von 1, 2 Runden. Dann gehen wir erstmal auf den hinteren. Ne, wir machen einen sicher weg. Der tötet jetzt den, jetzt kann ich den trotzdem noch einmal angreifen. Kriegst du Brennen 6 noch, mein Freund. Ist einfach mitgegeben noch. Okay, jetzt darfst du einmal durch diesen leeren Raum hier laufen, um einmal Feuerschaden zu kriegen. Da waren leider nur 12. So, und wenn ich zuerst dran bin, krieg ich mal Schaden von dir wahrscheinlich. Weil ich einfach Barrierepunkte krieg. Ah doch, ich krieg auf jeden Fall was. Schaden. Aber nicht so viel. Und das sollte ich jetzt töten. Jawohl. Röster, wendet Braten. Wendet Braten an, wendet Brennen an, Mensch. Ja, dann doch am ehesten den. Okay, ein paar Leute, die jetzt ordentlich Moral verloren haben. Ein paar Leute, die Moral wieder dazu bekommen haben. Also, mehr Auswahl. Hier können wir noch den Trainer uns geben und noch einen upgraden. Ja, das gibt ihm aber Leben und Stärke. Also den brauchen wir halt als Tank. Ich würde mir wünschen, irgendwie noch ein, zwei Artefakte oder sowas zu finden. Was haben wir hier? Nein! Nicht genug Geld. Evolutionstrank. Oh, wir könnten dem ein Level geben. Ja, dann. Why not? Level sind immer gut. Und extra Gold. So, was haben wir denn hier? Da kriegen wir ein Artefakt. Super. Das werden wir dann doch bestimmt mal in Angriff nehmen. Sieht auch gut aus. Überlege gerade, ob ich greedy sein will und noch einen in Urlaub schicken will, aber ich denke nicht.